War das gestern nur ein kleines Luftablassen oder doch vielleicht so etwas wie eine Trendwende? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte Euro, Dollar und DAX. Gestern war es die Weltbank, die den zumindest den Vorwand geliefert hat, hier ein bisschen mal Gewinne mitzunehmen. Senkung der globalen Wachstumsperspektive, Warnung vor einer harten Landung in China. Das hat so ein bisschen die sehr euphorischen, sehr optimistischen Anleger mal auf dem falschen Fuß erwischt. Noch kein Beinbruch, charttechnisch ist alles in Ordnung, aber immerhin ein kleiner Warnschuss für die Polen. In Asien nimmt man die Vorgaben natürlich mit verhaltenen Golfen auf. Gegenteil, es geht hier runter beim Nikkei minus 0,64%, in Hongkong minus 0,39% und Shanghai minus 0,15%, obwohl die chinesische Regierung wieder Liquiditätsmaßnahmen in Aussicht gestellt hat. In Australien nach wie vor Schwäche wegen Rohstoffen, die für Australien wichtig sind und derzeit im Sinnflug sind wie Eisenerz. Australien hier in Sydney knapp 0,5% im Minus. Schauen wir uns mal an, was heute wichtig ist. Da ist auf der Agenda zunächst mal die Industrieproduktion von mäßiger Wichtigkeit um 11 Uhr aus der Eurozone, um 14.30 Uhr dann die US-Einzelhandelsumsätze. Das ist das absolute Highlight. Dann kommen noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zur selben Uhrzeit. Wie die ausfallen, das sehen Sie natürlich wieder bei finanzmarktwelt.de. Heute mit einem Schmankerl, ein Kapitel von Philipp Bargus und Andreas Marquardt. Warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden. Das ist sicherlich interessant hier auf finanzmarktwelt.de. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der DAX in den Tag startet. 9.952, mäßig viel Bewegung. Im Gegenteil, es ist so ein bisschen wieder etwas Ruhe eingekehrt nach der gestrigen Aufregung am gestrigen Vormittag. Da ging es ja dann doch ziemlich zackig nach unten. Jetzt versucht man sich hier zu stabilisieren. Wir sind hier noch auf dieser oder oberhalb dieser Aufwärtstrendgerade, die hier also noch verteidigt werden kann. Darunter wird dann gemütlich, dass wir in etwa der Stand 9.930, 35, wenn wir da drunter gehen, dann könnten wir durchaus eine Korrektur sehen, die in den Bereich 9.860 Punkte führt. Schauen wir uns mal den Euro-Dollar an, der sich hält auf diesem niedrigen Niveau. Wir sind gestern im Tief ein paar Pips tiefer gewesen, aber die Volatilität ist wieder zurückgegangen. Wir schwanken hier in dieser relativ engen Zone zwischen 1,3715 und 1,3755, aktuell eben 1,3537, ist die Frage, wie es weitergeht. Tendenziell sollte die Schwäche beim Euro-Dollar anhalten. Es kann mal eine kleine Gegenbewegung kommen, aber da muss der Euro schon mal über die 1,3560 nachhaltig drüber. Dann könnte etwa Luft sein bis 1,3585, 1,3590. Viel mehr dürfte für die Gemeinschaftswährung nicht drin sein. Wird natürlich auch ein bisschen auf die Daten heute ankommen. Schauen wir mal, heute Abend im Marktgeflüster versorge ich Sie nochmal vor dem Eröffnungsspiel der WM mit dem Allerneuesten, mit dem Wichtigsten. Bis dahin erstmal einen schönen Tag und Servus.